Weiter geht's mit Stellaris, das Imperium. Und ihr hattet gefragt, dass ich noch einmal vorstelle, wie ich das Imperium zusammengebaut habe. Und ich stell's euch vor, mache ich als Special in der letzten Folge. Versprochen, ich denk dran, da werde ich das Imperium nochmal vorstellen, so wie ich das zusammengebaut habe. Und dann gucken wir uns das nochmal gemeinsam an, mit was für einem wunderbaren Imperium wir hier gewonnen haben. Okay. Gut, weiter geht's hier oben. Ich zeige es euch nochmal. Wir haben einige Flotten, die sich hier versammelt haben. Die Flotten brauchen noch 300 Tage, bis sie hier rauskommen. Es sei denn, wir erklären den Prikigiti den Krieg. Das will ich aber tatsächlich nicht. Ansonsten brauchen sie noch ein paar Tage. Das heißt, hier oben sind jetzt ein paar Flotten der Opalgek mit 42.000. Die können jetzt hier gerade mal schalten und walten, wie sie wollen. Leider Gottes, hier sind auch keine Flotten in der Nähe, die ihm gefährlich werden können. Aber ansonsten, ganz ehrlich, hat er ja eh nicht mehr so viel. Also von daher, da mache ich mir jetzt auch tatsächlich wenig Sorgen. Wir gucken erstmal nach Fir Martios. Hier gibt es nämlich tatsächlich Feinde, erstaunlicherweise. Und das sind 7.000 und 6.000. Also hier müssten wir mal hinfliegen, mal ganz davon abgesehen, dass es hier tatsächlich noch mehr Schiffe der Opalglek und des Shinnok-Konzerns gibt. Die wollen hier nämlich noch ein bisschen was machen. Wir werden daher diese Flotten auf jeden Fall dahin ziehen. Wir gehen erstmal nach Scholl und ziehen sie nach da. Das ist der erste Schritt. Ansonsten, die Flotten, wie gesagt, müssen noch ein bisschen warten. Und hier unten können wir auch schon mal weitergehen. Hier haben wir, ach gut, okay, das ist ja wirklich nicht der Rede wert. Die Flotte geht bitte mal weiter nach da und nach da. Da, also da unten gehen wir dann hin, nachdem wir den Überlichtinhibitor hier vernichtet haben. Und die erste Flotte zieht weiter nach da. So, die Flotte geht nach dort. Und mit der ersten Flotte werden wir dann hier aufräumen und dann gucken wir uns mal die ganzen Sachen nacheinander an. Also, hier haben wir die Titanenflotte, die kann eigentlich hier erstmal stehen bleiben, die verteidigt die Kunlun. Und dann würde ich sagen, sind wir gut mit dabei und gehen weiter. Ihr habt auch noch übrigens gesagt, den Hexenmeister sollten wir einsetzen. Das finde ich auch eine gute Idee. Das sollten wir auf jeden Fall machen. So, Grenzen schließen? Ja, zum Henker seid ihr denn? Das sind irgendwelche Einstädtler, die hier, oder Einstaaten, ja, die sind hier oben irgendwo. Bei den Iribots sind die entstanden. Ja, okay, gut, komm. Das ist mir egal. Ich fände es ja cool, wenn die die Grenzen öffnen würden. Thesaurus Awareness, nein! Ernsthaft? Jetzt haben die Grenzen geschlossen? Das ist ja doof. Okay, dann sollen sie ihren Kram halt alleine machen. Dann ziehen wir uns, dann ziehe ich meine Flotten hier ab. Und dann sollen sie das hier alleine regeln. Ich glaube, es geht los. Aber die Frage ist, kommen wir denn hier irgendwie raus? Nö. Dann soll er das hier unten alleine regeln. Die Brüll, ist mir egal. Das ist dann sein Problem. Okay, wir erobern dann hier oben weiter und gehen dann hier in diese Richtung. Dann soll er das hier alleine regeln. Wir gucken, dass wir das System noch kriegen und das System. Ansonsten war es das. Gut. So, wir springen direkt weiter. Ich denke, das kriegen wir da oben hin. Okay, schneller bitte. Und Autorität auf Gurashim. Das sind, wie gesagt, diese Einstädtler oder Einplanetensysteme. Da ist tatsächlich noch eine große Flotte vom China-Konzern mit 22.000. Das ist... Ja, da vorne. Okay. Engaging enemy station. So, die erste imperiale Flotte ist hier. Nächstes bitte. Und dann kannst du dahin gehen. Ah, okay, das geht noch nicht. Fleet action underway. So, Bauform abgeschlossen. Sehr gut. Da habe ich noch eine Kleinigkeit gebaut. Wir haben nichts verloren. Okay. Auch hier Opalgleck. Hat die Iribot zum Rivalen erklärt. Ernsthaft, die Iribot, nicht uns? Naja, ist mir auch egal. Auch da wirklich keine Verluste. Sehr gut. Die siebte imperiale Flotte war wieder sehr gut. Also einmal dahin. Den Teil holen wir uns auf jeden Fall. Und dann werden wir jetzt auf jeden Fall auch die Grenzen für ihn schließen. Der soll hinterher nicht mehr durch. Das gibt's hier gar nicht. Also das ist...
Das ist nicht. Nee, nee, das machen wir nicht. Wenn uns das hier hinten gehört, da kann er zusehen, wie er da hinkommt. Engaging enemy station. So, jeweils sind wir hier entfernt. Immer noch ein paar Tage. Passt. So, das hatten wir. Und das haben wir auch gesehen. Und da fliegen wir auch noch hin. Wenkewort holen wir uns auch noch. Jetzt will ich nur mal gucken, wie groß das Ganze ist. 40.000. Da sollten wir 23 Tage auf jeden Fall zusammen reinspringen. Das kriegen wir hin. Okay, Feindflotten in der Nähe. Och Gott, wie niedlich. Ach Gottchen. 4.000 zu... Naja, okay, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Das kriegen wir schon hin. Okay, so, das gehört uns. Bitte einmal dahin, dahin, dahin und dahin. Und wir wiederum holen jetzt bitte einmal die Guardian of the Galaxy hier rein. Denn wir haben hier ein paar Planeten, die nicht uns gehören. Und wie gesagt, wir machen hier keine Gefangenen mehr. Wir sprengen alle Planeten, die wir nicht mehr brauchen, jetzt in die Luft. Wer sich dem Feind ergeben hat, wird vom Imperium vernichtet. Gucken wir mal hier rein. Neuen Verteidigungsplattform, keine eigenen Verluste. Wunderbar. Sehr gut. Auch da sind wir schon erfolgreich gewesen. Wie gesagt, für die Schlacht lassen wir uns noch mal ein bisschen mehr Zeit. Ich will mal gucken, was wir... Ach, naja, 11.000. Wir gucken mal. Neun Verteidigungsplattformen verloren. Okay. Auch keine Schiffe verloren. Da haben wir tatsächlich welche verloren. Da muss ich mal hingehen. Im Wenkwortsystem. Ah, ja, alles klar. Okay, das ist hier oben gewesen. Ja. Gut. Das heißt, auf jeden Fall... Ich bin mir nicht sicher, ob er da reinkommt jetzt. Wie auch immer ist da eine Flotte vom Shinor-Konzern. Wir lassen mal unsere Flotte hier ein bisschen stehen. Mal gucken, was passiert. Ja, wir müssten eigentlich auch dahin, ne? Nee, geht nicht. Wir springen dahin. Wir müssen hier vorne weiter erobern. Ich will hier weiterkommen. Okay. Flottenkampf. Da haben wir alles vernichtet. Auch da waren wir erfolgreich. Und wie groß ist unsere... 75 zu 11. Ach komm. Wir springen da jetzt rein und holen uns das Ding. Fertig. So. 3 zerstört, 2 Verluste. Die müssen wir bei Zeit mal ausgleichen. Das kriegen wir hin. Auch da starke Verluste für den Feind. Haben wir auch gesehen. Weiter geht's. So, dann haben wir hier... Moment, haben wir das uns doch gar nicht geholt da unten? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Einmal dahin bitte. Und jetzt gibt es hier Hitzel. Und da gibt es diesen Planeten. Und jetzt holen wir uns mal die Guardian und sprengen diesen Planeten in die Luft. Zack. So, nächster Planet. Wie gesagt, wir machen hier keine Gefangenen mehr. Das kommt nicht in Frage. Das würde unser Kaiser niemals für gut halten. Bei dem unsere Kaiserin Anastasia die Zweite niemals für gut halten. Wir sind ein Auge fürs Talent, architektureller Sinn, Flottenorganisator. Also ich sehe sie schon als Kriegstreiberin, wenn ich ehrlich bin, im Gegensatz zu vielen anderen Kaisern, die wir hatten. Und sie will hier keine Gefangenen haben. Okay. Verfügbare Relikt-Aktivierung, Forschung. Ach, guck, das gibt's ja auch noch. Neue Flak-Artillerie, ehrlich? Okay, auf jeden Fall, machen wir. Okay, weiter geht's. Da geht's weiter, da geht's... Moment, was kommt da? 3600. Das kriegen wir hin. So, wie sieht's hier oben aus? Ja, das ist genau das, was ich mir schon dachte. Da springt er nämlich hier jetzt hin und will diese kleinen Dinger hier zurückerobern. Aber da sind wir hoffentlich ein bisschen schneller. So, was haben wir jetzt hier? Da haben wir... In 6 Tagen ist der Sprung möglich. Wunderbar. Ulimi-System, auch da kein Problem. Alles klar. Gut. Da sind 3000 des Shinok-Konzerns. Ah, er hat ein paar kleine Flotten jetzt hier zusammengesammelt. Oh, da oben kommen noch mal ein paar große.
30.000 und 60.000. Da müssen wir gucken, dass wir zwei, drei Flotten zusammenziehen dann. Das haben wir auch. Wir springen gleich zurück und sichern das da vorne. 12 Verteidigungsplattformen, keine eigenen Verluste. Sehr schön. Spaceport reports enemy contact. So, das war das Obsieg-System. Auch da keine Probleme für uns. Wir gucken gleich mal hier vorne. Hier kommen unsere Flotten jetzt langsam in Reichweite. Spaceport lost to enemy action. Sehr schön. Und da kämpfen wir jetzt dagegen. Okay, und jetzt will ich tatsächlich einmal diese beiden Flotten hier aufrüsten. Ich hoffe, das klappt. Wir haben ja ansonsten im Moment keine weiteren Schiffe im Bau. Die werden wir mal aufrüsten, dass wir hier keine stärkeren Verluste haben. Und jetzt, oh, jetzt sind ein paar Sachen abgelaufen. Das Problem ist, hier oben sind ja auch Opalgleck. Aber da kommen wir nicht reingesprungen, ne? Wir könnten natürlich da reinspringen. Dahin. Nein, da kommen wir nicht rein. Ah, das ist ja ärgerlich. Dann springen wir dahin. Zack. Einmal dahin, bitte. So, jetzt machen wir aber erstmal die ganzen Sachen. Ambitionierte, verzweifelte Maßnahmen. Das sind hier unten die Sachen. Die sollten wir auch haben. Ambitionierte, verzweifelte Maßnahmen. Verteidigungskrieg. Schiffsbaugeschwindigkeit erhöht. Passt. Dann haben wir architektonische Renaissance und vielseitige Akquirierung. Monatliche Mineralien. Ich glaube, das brauchen wir wirklich nicht mehr. Architektonische Renaissance, das brauchen wir auf jeden Fall. Große Flotte brauchen wir auch. Exotische Gase, Schildverstärker und flüchtige Munition sollten wir auch nehmen. Exotische Gase, Schildverstärker und Energiewaffen sind nicht so wichtig. Flüchtige Munition. Ah, wir haben keine Gase mehr. Und die können wir uns ja kaufen. Das ist ja auch kein Problem. So. Und dann holen wir uns die Erlasse bitte auch noch. Flüchtige Munition und flüchtige Sprengstoffe. Wir haben nämlich ja auch relativ viele Raketenwaffen. Das sollte auf jeden Fall auch helfen. Das machen wir auch mal alles weg. Und dann gucken wir mal. Die Schiffe werden jetzt hier aufgerüstet, hoffe ich. Und dann gehen wir mal hier unten weiter. Hier gibt es ja auch einiges zu tun. Die Flotte da unten ist soweit durch. Dann könnt ihr euch bitte alle da sammeln. Beziehungsweise die erste Flotte kann eigentlich da lang gehen. Ja. Wir sammeln uns alle da vorne. Ihr geht nach da. Was haben wir da? 10.000, 3.000. Bedrohungszerstörer. Wir holen uns hier nochmal Unterstützung bei der Kunlun. Die bauen wir auch nochmal, die Schiffe. Damit wir da auch Verstärkung ranholen. Was haben wir hier? Die Titanen würde ich tatsächlich hier hinten bei der Kunlun lassen. Sicher ist sicher. Verstärkung ist im Transit. Okay. Und die Flotten holen wir uns dahin. Passt. Gut. Okay, wir gucken hier oben hin. Hier ist die Verstärkung im Hinfliegen. Und da sind unsere Flotten. Sehr schön. Und euch werden wir bitte auch einmal... Wir können, Moment, wir können gucken dahin. Wir holen uns erst Hunteron. Beziehungsweise Tuagawa. Das ist, glaube ich, das tatsächlich sogar wichtiger. Die Frage ist, wie groß ist denn das System hier? 41.000. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Nee, dann machen wir das anders. Dann holen wir unsere beiden Flotten tatsächlich über den althergebrachten Weg zurück. Ihr beiden bitte einmal damit hin.
Ja, okay, das kriegen sie hin. Alles klar. Gut. Haben wir auch. Und, ihr Lieben, der nächste Planet. Wird vernichtet. So, das gehört auch uns. Auf zum nächsten. Einmal dahin. Und bitte auch den hier. Zack. Weg damit. Sehr gut. Flotten sind unterwegs. Die erste Flotte zieht hier hin. Die Flotten sammeln sich hier und dann werden wir von hier aus weitergehen. Wir brauchen eigentlich die erste Flotte hier vorne. Und mit den Flotten möchte ich hier weitergehen. Ich möchte aber die erste, also die Flotten, die sich dann hier sammeln, dann werden wir eine zur Unterstützung hier zur ersten Flotte schicken. Und die anderen Flotten lassen wir quasi den rechten Weg rumgehen. Hier lang. Und mit der ersten Flotte werden wir dann hier auf diesem Baum unterstützen. So, wir gucken mal. Wo war das? Im Mannwand-System. Ah, okay, da oben. Ja, alles klar. So, da will ich jetzt mal gucken, wie viel haben wir hier? 18.000, 8.000. Ja, da warten wir mal ab. Wie viel Kampfstärke haben wir denn hier? Dass tatsächlich gar nicht so viel wartet. Die fünfte imperiale Flotte ist tatsächlich ziemlich klein geworden. Die müssten wir wirklich mal unterstützen und verstärken. Die dritte imperiale Flotte auch. Wir haben hier einige Schiffe jetzt gerade drin. Die lassen wir erstmal ankommen. Wie gesagt, ich habe immer Angst bei dem Spiel, dass die Schiffe nicht ankommen. Das will ich erstmal stückchenweise machen. Unsere Schiffe hier bauen. Erstmal die Verstärkung kommen lassen. Und dann machen wir weiter. So, wie sieht es hier aus? Da ist noch nichts. Okay. Übrigens, ich habe auch noch mal eine Sache nachgeguckt. Wir können aktuell auch nicht gewinnen. Ich vermute, das ist das Thema mit den Opalgek. Die müssen wahrscheinlich erst vernichtet werden. Und danach können wir wirklich überhaupt auch erst gewinnen. Also vorher ist das hier nicht möglich. Wir haben die Anbeten besiegt. Ansonsten können wir im Moment einfach auch nicht gewinnen. Ich weiß auch nicht, ob wir eventuell noch zur Krise werden müssen, um zu gewinnen. Das weiß ich tatsächlich nicht, aber im Moment können wir noch nicht gewinnen. Mal gucken, was wir da machen müssen. Wir werden erstmal die Opalgleck noch vernichten und dann schauen wir mal weiter. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir machen müssen. So. Tja, wo sind unsere Flotten? Da sind sie. Da sind zwei Flotten. Jetzt ist die Frage, die dritte imperiale Flotte. Die ziehen wir damit hin. Und mit den anderen beiden werden wir hier oben weitergehen. So, okay. Dann gucken wir mal, die zweite ist noch unterwegs. Die erste ist in Reparatur. Verstärkung ist nach wie vor unterwegs. Perfekt. Sieht bei der ersten aus. Sehr gut. Der nächste Planet, ihr Lieben. So, auch da Erfolg und da geht's weiter. Auch diesen Planeten bitte einmal aufbrechen. Wir haben genug Planeten tatsächlich, wir brauchen keine weiteren Planeten. Wir machen hier keine Gefangenen mehr. So, Schadenenergiewaffen, sehr schön. Fühlende Gefechts-KI machen wir immer noch nicht. Trefferpunkte, Schilde, Kosten von Gebäuden, Energie. Ja, guck, das können wir doch gebrauchen. 126, wow. Das können wir tatsächlich sogar relativ gut gebrauchen. Und wir sind nur noch bei 1800 Mineralien. Aber wir sind voll, also von daher ist das auch kein Problem.
So, dann können wir tatsächlich mal gucken, dass wir mit dir jetzt hier reinspringen. Zack. 39 Tage und 27. Dann warten wir mit dir noch 9 Tage ab. Und jetzt bitte da rein. So, 27 und 30 passt. Okay, die anderen Flotten sind angekommen. Wann sind die Verstärkungen da? Am 6. Das dauert noch 3 Monate. Dann warten wir das noch. Dann warten wir da noch ab. Und ich bin am Überlegen, ob wir hier schon weiterfliegen. Hä? Schwierig. Wo sind unsere Flotten hier oben? Wir warten noch ab. Wir warten noch ab, bis unsere Flotten und unsere Verstärkung angekommen sind. So. Na toll. Ernsthaft, da oben gibt es jetzt eine Feindflotte. Aber okay, das soll nicht unser Problem sein. Wir kämpfen hier vorne weiter und wir sind jetzt im Rachel-System und kümmern uns um den Fight. Auch das ging sehr schnell. Auch ihr beiden bitte direkt weiter dorthin. Sehr gut. Und hier wird gleich der nächste Planet aufgebrochen. Bin sehr gespannt. So, schwere Verluste für den Feind, keine Verluste für uns. Sehr gut. Zwei große Flotten vernichtet. Wie sieht's hier aus? Da haben wir tatsächlich 4 Schiffe verloren. Okay. Da mussten wir tatsächlich ein bisschen federn lassen. Aber das ist nicht schlimm. Wie steht's eigentlich mit der Kundun hier unten? Produziert die überhaupt was? Nee, tatsächlich nicht. Sind die Schiffe hier überhaupt repariert? Sind sie? Wir warten einfach nur auf Verstärkung. Okay, dann machen wir das. Was haben wir denn hier jetzt für Dinger schon wieder? Irgendwelche ganz komischen Flotten. Da warten wir mal ab, bis die integriert sind. Jetzt sind sie mit drin. Und da fehlt noch ein Zerstörer der Münsterklasse. Aber das kriegen wir auch mit hin. Die müssen sogar noch... Oh Gott, wir können Schiffe verbessern. Das haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Und da zieht er gleich noch ein bisschen was zusammen. 34.000, das würde ich tatsächlich auch machen. So, Flak-Artillerie. Schaden der Plattformen. Schaden Explosivwaffen, das nehmen wir. Jetzt gucken wir mal hier vorne, müssten unsere Flotten jetzt da sein und verstärkt sein. Ja, alle da, wunderbar. Dann bringen wir uns bitte da in Position. Und dann springen wir mal hier rein und werden uns das System auch holen. Nächster Planet. Und ihr springt dahin. Können wir nicht? Warum? Ach, das System wurde auf beschränkt gesetzt. Okay. Da gab es anscheinend mal irgendein Bösewicht. Aber jetzt springen wir dahin. Und auch da wird ein neuer Planet. Naja, entstehen möchte ich nicht sagen, aber ein Planet gesprengt. Nein! Oh Gott, Leute, jetzt haben wir die Sprengung verpasst. Ach, doch nicht. Wir müssen uns immer nur wieder sagen, das sind alles Feinde des Imperiums. Alles Feinde. Abschaum und Niederträchtigkeit auf Nerd Prime? Wie bitte? 43%? Oh Gott. Leute, was ist hier los? 8 Vollstrecker? Es ist unglaublich. Diese komischen Kriegsdachs wieder. Wir müssen hier tatsächlich... Wir müssen hier tatsächlich weiter ausbauen? Okay. Das hätte ich ja nicht gedacht. Aber die Frage ist, was reißen wir dafür ab? Wir könnten die Robotermontageeinrichtung abreißen
und sie gegen eine Polizeistation ersetzen. Die Galaktische Gemeinschaft hat den Beschluss Weltraumamöbenschutzgesetz erlassen. Dieser schreibt vor die friedliche Koexistenz mit Weltraumamöben. Unser Reich verstößt derzeit gegen diesen Beschluss. Sollen wir unsere Politik ändern, um ihn einzuhalten? Nein, auf keinen Fall. Wir sind das Imperium. Das ist mir doch egal, was sie beschließen. Die werden so bald alle uns gehören. Oh, Moment, was ist das hier? Ah, er schleicht sich von hinten an. Schlaues Kärtchen. Er versucht es, aber wo kommt er denn hier lang? Und vor allen Dingen, was hat unser Freund hier? Auch 21.000. Da hat er auch eine Flotte. Also er müsste das hier eigentlich hinkriegen. Was hat er hier? Och nein, da ist er schon wieder durch irgendein Wurmloch geflogen. Wie ich es hasse. Grrr. Okay, so, das haben wir auch bekommen. Wunderbar. Einige Verluste an der Front, aber eigentlich nicht der Rede wert. Gibt es hier jetzt eine Möglichkeit zu reparieren? Das wäre tatsächlich mal ganz gut. Können wir die 8. Flotte hier reparieren? Ja, sehr gut. Einmal reparieren, bitte. Alle Schiffe bitte einmal reparieren. Gut. Passt. Dann haben wir das Wurmloch hier auch gesichert. Nach Hantaron. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Erfolg für uns. Sehr gut. Weiter geht's. Die zweite imperiale Flotte wurde vollständig repariert. Okay. Und hier springen wir jetzt in das nächste System. Einmal da sammeln, bitte. Das ist Tadeska. Und da springen wir auf jeden Fall auch hin. So. Alle Schiffe sind bereit. Jetzt würde ich tatsächlich die 5. imperiale Flotte einmal verstärken, bitte. Zack. So. Die werden wir auch nochmal aufrüsten, bevor wir hier weitermachen. Sicher ist sicher. So, wir sind da angekommen und... Nee, ihr werdet repariert. Alles klar. Das ignorieren wir mal. Science Division report success. Sehr schön, da sind wir jetzt vollständig repariert. Das ging relativ schnell. Können wir hier auch aufrüsten? Nee, das können wir tatsächlich nicht. Dann springen wir jetzt erstmal weiter und werden hier die nächsten einnehmen. Hier vorne ist nämlich tatsächlich ein Wurmloch. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber wir müssen jetzt hier bei den Klickstack ein bisschen, bei den Opalglecken ein bisschen Gas geben, dass wir die bekommen. Okay, Flottenkapazität erhöht. Ja, das ist der Wahnsinn. 462 geben wir zu viel aus. Nahrung können wir immer haben. Das ist natürlich jetzt echt ein Problem, muss man ehrlich sagen. Und ich werde in der Aufnahmepause mich nochmal ein bisschen um die Planeten kümmern. Vielleicht können wir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was rausholen. Und mir machen diese beiden Flotten hier echt ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, unser Freund macht dagegen was. Ansonsten 21.000. Kommen wir mit den Titanen da irgendwie hin? Wir würden dahin springen, dann dahin springen, dahin springen. Moment. Wir springen dahin, dann springen wir dahin und von hier müssten wir uns tatsächlich das Ganze holen. Mal ganz davon abgesehen, dass diese Singularität uns eh nicht gehört. Gegen 15.000. Was für Schiffe haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, machen wir. Wir holen unsere Titanen zu Hilfe. Wir müssen jetzt hier ein bisschen unterstützen. Und ihr bitte da rein.
Das ging jetzt unerwartet schnell. Und auch da sind es jetzt 15.000. Da gehen wir mal mit rein und gucken uns das mal mit an. Und da kommen sie, die Titanen. Und das war tatsächlich auch kein großes Problem für sie. Und dann machen wir uns hier mal auf den Weg, unsere Freunde zu unterstützen. So, auch hier wieder geguckt. Haben wir auch nichts verloren. Auch keine Schiffe verloren. Zwei Schiffe der dritten imperialen Flotte. Müssen wir mal gucken, ob wir die eventuell ersetzen. Sechs Begleitschiffe von ihm verloren. Sehr schön. Flottenverstärkung ist unterwegs. Das hier oben haben wir eingenommen. Okay, dann schafft er das hier. Ah, das wird eng. Wir fliegen direkt mal nach hier oben zur Unterstützung. Einmal dahin bitte. So, und die Kunlun bzw. die Guardian wird sich um den nächsten Planeten kümmern. Einmal dahin. Gut, weiter geht's. Da unten haben sie ihre Befehle. Wir gehen nach hier oben und müssen hier unbedingt weitermachen. Und ich würde jetzt hier die Flotten wieder trennen. Wir haben hier vier Flotten. Die beiden, die sechste und die achte imperiale Flotte. Beziehungsweise, wo ist denn die siebte? Die siebte können wir natürlich auch nehmen. Ne, wir nehmen die sechste und die siebte imperiale Flotte. Ihr fliegt bitte einmal da lang. Ich denke, da haben sie erstmal genug zu tun. Dann haben wir die achte und die zweite imperiale Flotte. Ihr kümmert euch erstmal darum. Okay. Die oben haben auch ihre Befehle. Da geht's weiter. Da müssen wir halt jetzt regelmäßig schauen, dass wir da Verstärkung hinschicken. Das ist ähnlich wie hier. Die brauchen jetzt halt ein bisschen, bevor wir hier weitermachen. Aber das macht keinen Sinn, dass wir keine Verstärkung bauen für unsere Flotten. Auch da keine Verluste. Sehr gut. Dann werden wir auch hier die... Na, also Moment. Nein, hier gibt es einen Überlicht-Inhibitor auf einem Planeten. Boah, ist das ärgerlich. Okay, dann kommen wir hier tatsächlich nicht weiter. Ja, dann machen wir erstmal den Teil hier vorne und helfen tatsächlich hier weiter aus. Dann machen wir tatsächlich da weiter. Passt. Und dann werden wir mit der Guardian diesen Planeten auch aufspringen. So, Flottenkampf. Keine Verluste, sehr gut. Keine Verluste. Auch da keine Verluste. 10.000, wo ist die? Hier breiten wir uns weiter aus. Also ich kann mal gucken, ob die bei uns irgendwo ist. Nee. Doch, Tatsache. Er springt immer wieder durch dieses Ding. Er muss irgendwo noch so ein Ding unter Kontrolle haben. Und da ist auch noch so eine Flotte von ihm. Aber er hat das gleiche Problem. Er kommt ja auch nicht raus, ohne irgendwo auf den Bösewicht zu treffen. Jetzt gucken wir mal, wo unsere Titanen sind. Unsere Titanen kümmern sich gerade oder versuchen sich darum zu kümmern. Okay, dann einmal Kommando zurück. Flieg einmal dahin bitte. Und dann säubern wir erstmal die Flotte dort. Das haben wir gehabt. Da ist auch nichts verloren gegangen. Da auch nichts. Und jetzt gucken wir mal, wer gestorben ist. Der gesamte T-Bot Durant ist gestorben. Okay, das ist kein Problem. Der wird direkt ersetzt werden. Und wir haben mittlerweile ein richtiges Energieproblem. Ich gucke es mir an, aber wir kriegen ja ein bisschen was. Nämlich, wenn in ein paar Jahren, ich zeige es euch mal, er hier fertig ist. Und das dauert ja nicht mehr so lange. Das sind noch 3 Jahre. Dann ist das Ding fertig und dann bekommen wir die Energie der Dyson-Sphäre. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.